Weil sonst fühle ich mich vielleicht gut mit einem, weißt du, und der fühlt sich gar nicht gut. Und dann bringt es mir auch nichts. Ne? Dann habe ich zwar ein gutes Gefühl, wenn er anläuft, aber der hat gerade einen Wackelfuß, bringt nichts. Ganz normal, hat trainiert wie immer, hat gut trainiert und deshalb, ja, ist klar, dass man den Ball gerne reingemacht hätte. Ich meine, da müssen wir alle nicht, können wir uns alle hineinversetzen, aber hat das ja, ganz normal im Endeffekt, hat ganz normal trainiert, ganz normal gearbeitet diese Woche. Also habe ich jetzt keine Veränderung, nichts Spektakuläres festgestellt. Ich bin immer im Austausch mit den Spielern, mit Marvin genauso. Jetzt nicht in dieser Woche nochmal speziell über diesen Elfmeter. Was willst du darüber jetzt sagen? Das ist doch Blödsinn. Deshalb bin ich immer im Austausch. Man spricht immer, aber vor allem immer über inhaltliche Dinge, die man im Spiel verbessern kann, die man mannschaftlich verbessern kann, die Rolle, die der einzelne Spieler darin hat. Und das habe ich auch mit Marvin in der Vergangenheit getan. Aber ich habe jetzt diese Woche nicht nochmal speziell mit ihm über diese Szene sprechen müssen, weil, wie gesagt, so wie ich es gerade auch beantwortet habe, hat seinen Job gemacht, hat gut trainiert. Insofern hatte ich jetzt nicht die Veranlassung, da nochmal gesondert mit ihm zu sprechen. Ja, das wird so bleiben. Ja. Weil sonst fühle ich mich vielleicht gut mit einem, weißt du, und der fühlt sich gar nicht gut. Und dann bringt es mir auch nichts. Ne? Dann habe ich zwar ein gutes Gefühl, wenn er anläuft, aber der hat gerade einen Wackelfuß, bringt nichts. Das heißt, die Jungs auf dem Platz müssen schon dann auch, je nachdem, wie ein Spiel läuft, wie ein Spielverlauf ist, das einfach entscheiden. Ich wage mal die These, Niklas Füllkrug fühlt sich immer gut. Wir werden es erleben. Schauen wir mal.